Die frisch gemixten Cocktails waren bei den Mädels sehr beliebt. Die KfD St. Ludgerus in Scheimbeck hatte zum ersten Weiberabend im Pfarrsaal eingeladen. Das Motto lautete am vergangenen Freitag Cocktailparty für Frauen. Die Veranstaltung war von den Vorstandsmitgliedern der KfD Scheimbeck organisiert worden. Dahinter stand die Idee, verschiedene Generationen miteinander zu mischen. Das Besondere ist, dass hier ganz viele Frauen sind, die heute Abend hier miteinander quatschen und auch tanzen sollen, hoffentlich. Die sich sonst nicht treffen, also die sonst in keinen Vereinen oder Gruppierungen zusammen sind, sondern sich jetzt hier das erste Mal miteinander treffen. Die Cocktails wurden von den Töchtern der KfD-Mitgliedern zubereitet. Dazu gehörten neben zwei verschiedenen Bowlen und Sekt der Pina Colada und eine Eigenkreation, der KfD-Cocktail. Das mit Früchten, da ist O-Saft drin, Wodka drin, Pfirsichlikör und noch ein anderer Saft. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Söhne der Mitglieder. Allgemeines Top 100, ein bisschen Schlager, je nachdem wie die Stimmung ist, ein bisschen zum Tanzen. Die Größe des Pfarrsaals reichte so gerade noch aus, denn rund 100 Frauen waren zum Weiberabend gekommen. Die Gäste waren begeistert. Ja, das ist diese bunte Altersmischung. Und ich finde das einfach toll, diese Idee, Menschen mit dem Cocktail zusammenzubringen. Also ich finde das schön, dass heute mal nur so die Frauen unter sich sind und einen Cocktail trinken. Das gefällt mir. Ach, nette Leute treffen, ein bisschen sprechen, gute Gespräche, gute Cocktails, leckere Cocktails und einfach ein netter Abend. Mit der Resonanz auf den Weiberabend hatte der Vorstand der KfD nicht gerechnet. Ja, wir sind überwältigt. Also da hatten wir nicht mit gerechnet. Wir haben gedacht, wenn es so mit 40 anfängt, wären wir schon glücklich und dann sind es direkt so viele. Auch zukünftig möchten die Frauen der KfD einmal im Jahr einen Weiberabend anbieten.